Dünenfelder der Sahara in Mauretanien. Ein junges Forscherteam folgt der Spur eines Tieres, das man hier kaum erwarten würde. Doch die Sahara birgt manche Überraschung. Inmitten von Sanddünen sammelt sich vorübergehend das kostbare Nass der kurzen Regenzeit. Hier haben sich Hinterbliebene der letzten Eiszeit versteckt. Seit Jahrzehnten galten sie als ausgestorben, nun wurden sie wiederentdeckt. Krokodile in der Wüste. Tara Schein und Hemmo Nickel brennen darauf, das Geheimnis der Krokodile zu erforschen. Mithilfe der GTZ, der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, können sie nun endlich starten. Im Camp auf der Düne beginnt die Arbeit. Krokodilfallen müssen zusammengebaut werden. Bitte. Tara Schein sollte eigentlich zu Hause in Irland an ihrer Doktorarbeit schreiben, aber die Urechsen lassen sie nicht los. Über 3 Jahre hat sie hier in der Wüste gelebt und gearbeitet. Dabei machte sie schließlich die sensationelle Entdeckung und brachte die Zoologen auf die Spur der Krokodile. Die Tiere sollen nun gefangen und mit Sendern versehen werden. Doch erst müssen die Fallen fertig werden. Ist der Akku voll? Das ist unsere Krokodilfalle, eine sogenannte Pitman-Falle, die hauptsächlich in Australien verwendet wird. Meistens um recht große Krokodile zu fangen. Die Idee stammt von den Australiern, aber die Konstruktion hier ist alles eigen. Wir haben hier den Auslöser entworfen und machen lassen und hoffen jetzt, dass sie funktioniert. Das ist auch mit ein Grund, warum wir dann mit dem LKW gefahren sind. Ist alles in Ordnung? Hemmo Nickel und sein IFA. Der archaische LKW ist Transportmittel und Wüstenlabor.